sagt Sekretär Brühle, warum ist es so schwierig, die ungarische Verfassung und Europa in Einklang zu bringen? Was sind die Haken aus Ihrer Sicht? Ja, Herr Vorsitzender, ich möchte mich zuerst recht herzlich für die Veranstaltung und für die Einladung bedanken, weil, wenn ich mich richtig erinnere, das war ungefähr vor einem Jahr, da hatte ich den Vorschlag gemacht, mit Ihnen den Dialog zu suchen, aber dann wurde es mir damals verweigert aus Gründen der Beschränkung der ungarischen Medienfreiheit. Im Vergleich dazu ist es natürlich geradezu revolutionär, dass wir jetzt über die Praxis und über die Erfahrungen sprechen können. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie letzte Woche ungarische Journalisten hier eingeladen haben. Und wirklich, Sie haben Journalisten eingeladen, die ausgewiesene linke Journalisten in Ungarn sind. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, auch diesen Journalisten sehr dankbar, dass Sie hier die Wahrheit gesagt haben. Und wenn ich die Berichterstattung über diese Veranstaltung richtig gelesen habe, dann habe ich feststellen müssen, dass die Praxis, die die ungarischen Journalisten erleben, etwas anders ist, was sich Herr Frank und der ARD-Korrespondent in Brüssel sich einfabuliert. Das ist also für mich auf der einen Seite beruhigend, auf der anderen Seite eigentlich ein Grund zur Besorgnis, wie das wohl möglich ist, dass deutsche Journalisten offensichtlich über die ungarische Medienpraxis hier angebliche Tatsachen auf den Tisch legen, was linke ungarische Journalisten gar nicht bestätigen können. Das ist schon mal merkwürdig. Also das ist die eine Geschichte. Darüber hinaus, das ist... ich finde das auch sehr schön, wobei ich doch ein kleines Fragezeichen vielleicht da hin tun darf, wo der ARD-Korrespondent den ungarischen Ministerpräsidenten ohne irgendwelche Skrupel einfach als Schurke bezeichnet. Ich meine, das ist natürlich eine etwas extensive Deutung der Medienfreiheit, meiner Meinung nach. Aber die Medienfreiheit ist in der Tat hoch und heilig. Insofern bedanke ich mich für die Einladung. Das ist sehr schön, dass wir jetzt im Einzelnen darüber diskutieren können. Darf ich einen Zwischensatz sagen? Kann ich so stehen lassen? Wir haben aber in Deutschland zumindest die Ausgewogenheit der Berichterstattung. In der FAZ ist das selbstverständlich. Ich würde sagen, Sie dürfen gerne in der FAZ nachlesen oder in anderen. Wir sind Ungarn freundlich und nicht Ungarn feindlich. Wir haben keine Position. Entschuldigung, darf ich. Ja, genau. Also, wir sind am Podium und wir werden hinterher wieder eine Runde machen. So nicht. Ein bisschen auch. Man darf aber auch nicht stehen lassen, dass wir nur Ungarn freundliche. Entschuldigung, ich glaube, ich habe hier bisher bin sehr ruhig gesessen. Ich würde jetzt gerne ganz ruhig weiterreden und dann können wir sehr ruhig weiter diskutieren. Aber es ist ja auch schön, wenn Sie sachlich tun. Das tue ich. Bisher habe ich das auch sehr sachlich getan. Das ist die eine Sache als Einführung. Die andere Sache ist natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit. Und ich werde später noch über das Narrativ sprechen. Und deshalb freue ich mich, dass wir eine Literaturwissenschaftlerin unter uns haben, weil das in der Tat manchmal literarische Dimensionen hat. Die Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Debatte. Meine Damen und Herren, in den Zeitungen, und über diese Tatsache habe ich mit Herrn Frank von der Süddeutschen Zeitung einmal eine sehr ausführliche Diskussion geführt, wo waren diese Besorgnisse der europäischen Journalisten, wo waren die Besorgnisse der Europäischen Kommission,
als von einer linken Regierung 2006 eine friedliche Demonstration blutig niedergeschlagen worden war. Wo war die Europäische Kommission damals, als von einem linken Regierungschef Daten gefälscht und so eingereicht worden sind, und zwar mit Verspätung, damit diese Daten bei der Parlamentswahl keine Rolle spielen können? Das heißt, offensichtlich gibt es da politische Überlegungen, übrigens auch bei der Europäischen Kommission. Und diese politischen Überlegungen überlappen sich manchmal mit der berechtigten Kritik. Und das ist ein wichtiger Satz, glaube ich. Weil ich möchte hier nicht behaupten, dass manche Kritikpunkte nicht berechtigt sind. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass jeder, der sich irgendwie in dieses Feld begibt und Ungarn kritisiert, schon sehr aufpassen muss, dass da nicht zu Übergriffen kommt und in der politischen Vereinnahmung zu Aussagen kommt, die dann einfach der Wahrheit nicht entsprechen. Das ist natürlich eine Voraussetzung, dass die ungarische Bevölkerung, und jetzt spreche ich nicht nur über die Regierung oder irgendwelche Mitglieder der ungarischen politischen Elite, sondern die Bevölkerung diese europäische Kritik so wahrnimmt, dass das im Namen einer Wertegemeinschaft, einer tatsächlichen Wertegemeinschaft formuliert wird. Und jetzt gehe ich mal der Reihe nach in die Einzelheiten rein. Ich bin Herrn Arp sehr dankbar, dass er so sachlich die Tatsachen aufgezählt hat. Eine einzige, aber sehr wichtige Einzelheit hat er aber vergessen zu erwähnen. Dass die ungarische Regierung war, die eine Begutachtung beantragt hat des Mediengesetzes von der Europäischen Kommission. Insofern, es ist kein Wunder, dass die Europäische Union so schnell reagiert hat. Wir haben nämlich sie darum gebeten. Insofern, diese ersten vier Punkte, die in der Tat so kritisiert worden sind, sind auf Initiative der ungarischen Regierung kritisiert worden und das Gesetz ist demzufolge auch geändert worden. Es ist auch wichtig, dass wir über das Schicksal des Mediengesetzes sprechen, weil, glaube ich, das ist wirklich ein Beispiel dafür, dass die ungarische Demokratie nicht nur funktioniert, sondern floriert, regelrecht. Das Mediengesetz, wie ich das im eingangs erwähnt habe, in der Praxis, wie das die ungarischen Journalisten auch bezeugt haben, bedeutet überhaupt keine Beschränkung der Medienfreiheit. Und entschuldigen Sie, Frau Abgeordnete Sippel, wenn Sie darüber sprechen, dass Kabarett, Karikatur und Witz wichtige Bestandteile einer Demokratie sind, dann kommen Sie nach Ungarn. Ich bin Ihnen gerne bereit, jeden Witz, jedes Kabarett, jede Karikatur zu übersetzen. Und dann werden Sie erst recht sehen, dass unter diesem angeblich so furchtbaren Mediengesetz, was alles in Ungarn möglich ist. Jawohl. Also das ist zum Beispiel, weil ansonsten habe ich vieles sehr, sehr aufschlussreich gefunden, was Sie ansonsten an Kritikpunkte formuliert haben. Aber entschuldigen Sie, wenn ich sage, solche Übergriffe machen Ihre anderen Kritikpunkte schon etwas, tut mir leid zu sagen, unglaubwürdig. Das ist einfach das Problem. Sie haben damit angefangen, dass Sie gesagt haben, das ist gut, dass wir jetzt über die Gesetze reden, aber es ist nicht genug, wenn wir über die Gesetze reden, das Gesamtbild muss stimmen. Da begeben wir uns aber auf gefährliche Gewässer, weil
ich bin eigentlich erfreut darüber, dass jetzt die Europäische Kommission die Gesetze einzeln unter die Lupe nimmt. Weil da können wir nicht weiter so im Allgemeinen über den Zustand der ungarischen Demokratie fabulieren, sondern wir reden über Einzelheiten, wir reden über Gesetze und wir reden darüber, wo der Schuh drückt, wo es geändert werden muss. Und wie die ungarische Regierung schon mehrfach betont hat, wenn diese Kritikpunkte konkret formuliert werden, dann sind wir bereit, die zu ändern, wie wir das übrigens beim Mediengesetz schon mal getan haben. Also, das ist ja auch klar und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das alle wissen, dass die Parteipolitik sich internationalisiert hat. Es ist natürlich furchtbar frustrierend für die ungarische Opposition, dass sie so schwach im ungarischen Parlament vertreten sind. Und das ist auch verständlich, dass sie versuchen, die Argumente, die sie gerne anbringen wollten, durch die internationale Szene zu vermitteln. Das geschieht durch die sozialistische Internationale wie durch die internationale grüne Zusammenarbeit. Das passiert. Das ist gut. Das ist die europäische Parteipolitik. Warum auch nicht? Das kann man machen. Das Europäische Parlament ist der Ort, wo solche politische Diskussionen geführt werden sollen. Aber entschuldigen Sie, Frau Dr. Rüppel, wenn Sie über die Zuspitzung der Debatte berichten, dann muss ich sagen, dass der richtige Weltmeister in der Zuspitzung gerade Ihr Fraktionsführer Cohn-Bendit gewesen ist. Da hat der ungarische Ministerpräsident etwas zurückhaltend und wirklich elegant reagiert. Das Staatsbudget. Diese Zuständigkeit hatte das deutsche Verfassungsgericht, meine Damen und Herren, nie. Also wir sprechen über eine Beschränkung, was in einem anderen Land gar nicht gab. Und zwar in diesem sehr demokratischen Deutschland. Und noch ein Beispiel, zum Beispiel die Gesetze, die im österreichischen Parlament mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden, die dürfen gar nicht ans Verfassungsgericht gebracht werden. Also, wo sind hier die europäischen Werte verletzt? Ich habe jetzt 2 Beispiele gebracht, einmal aus Deutschland und einmal aus Österreich. Wo gibt es dort diese harsche Kritik? Steuerrecht. Da haben Sie eigentlich den Punkt getroffen, was in der heutigen Situation sehr, sehr schwer diskutabel ist. Wir wissen alle über den Zustand der Wirtschaft in Europa. Aber wie oft wurde die Stabilität oder die Labilität der wirtschaftlichen Gesetzgebung beanstandet? Jetzt gibt es ein Steuergesetz, was mit 2/3 Mehrheit verankert ist, was erst recht die Stabilität gewährleistet für Investoren, für die Staatsbürger und so weiter und so fort. Jetzt stehen wir vor dem Vorwurf, das ist ja auch ein Problem. Also das ist wiederum ein Punkt, wo ich den Rechtsstaat überhaupt nicht in Gefahr sehe. Die Altersgrenze der Richter, das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil das wird immer als ein Argument gebracht, was die Rechtsprechung anbelangt. Zum einen, das ist Teil einer allgemeinen Rentenregelung. Zum einen die Erhöhung der Altersgrenze, zum Beispiel bei den Feuerwehrleuten, die sind deshalb auch auf die Polizei, sie sind deshalb auf die Straße gegangen. Also das ist eine Angleichung und hat ganz und gar nichts mit der Politik zu tun. Auch erst recht deshalb nicht, weil die Ernennung der neuen Richter gar nicht aufgrund von politischen Vorlieben erfolgen kann, weil die alle schon
von den jetzigen Richtern ausgewählt im System drin sind. Also das ist nicht so, dass irgendein Fidesz-Abgeordneter kommt und sagt, du bist mir parteipolitisch sympathisch, du wirst Richter. Die sind schon im System drin. Das heißt, das ist eine Generationsfrage. Sie werden dort befördert und dort kann und wird die politische Sympathie überhaupt keine Rolle mehr spielen. Bisher hat es auch keine Rolle gespielt. Aber da gibt es, um da nicht sehr weit vorzugreifen, da gibt es jetzt eine Antwort oder eine Diskussion im Gang mit der Europäischen Kommission. Dieses Gesetz wird auch von der Venedig-Kommission, das ist eine Fachgruppe des Europarates, wird auch untersucht. Also das wird von ungarischer Seite ganz offen diskutiert. Einfach der Wille, dass da wirklich klare Verhältnisse geschaffen werden. Ich meine, diese... Die zweite Runde machen, sonst wird es zu lang vielleicht. Ja, ich möchte okay. Jetzt noch auf diese Dinge wirklich eingehen. Das ist... Wieso haben Sie das alles nicht gewusst? Ja. Oh, Entschuldigung. Sind noch nicht ich darf jetzt nicht antworten. Entschuldigung, darf ich? Ich bitte das Publikum eigentlich diese Rolle einstweilen uns zu überlassen und dann das Wort zu ergreifen. Also, ich glaube, das ist wichtig, dass wir über die politischen Punkte eingehen, was Frau Abgeordnete Trüppel auch genannt hat. Die nationale Identität ist in der Tat eine sehr, sehr wichtige Frage. Das sehen wir in Deutschland erst recht, wie sich das in den letzten Jahren geändert hat. Es gibt unglaubliche Veränderungen da. Ich darf Sie daran erinnern, wie die Reaktion war, als Friedrich Merz im Jahre 2000 das Wort Leitkultur geprägt hat. Erinnern Sie sich? Erinnern Sie, das war Unwort des Jahres damals. Dann kam 2001 Terrorattentat, dann kam Herr Sarrazin. Und dann kam die Bundeskanzlerin vor einem Jahr ungefähr, wo sie gesagt hat, dass Multikulti gescheitert ist. Also das ist sogar in diesem sehr demokratischen und von mir geschätzten Deutschland offensichtlich eine sehr, sehr klare Diskussion. Und jetzt, und in Ungarn ist es auch eine Diskussion. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir darüber offen diskutieren, wie weit geht die Belastbarkeit einer Gesellschaft. Und wenn Sie über das Narrativ sprechen und über das Image der Europäischen Union, entschuldigen Sie, dieses Image hängt sehr stark damit zusammen. Und das müssen wir erklären, weil die Mitgliedschaft ist ein Wert. Wir sind dafür, wir sind froh darüber, dass wir Mitglied der Europäischen Union sind. Aber das ist in den Köpfen der Menschen sehr stark damit verbunden, dass zum Beispiel die Banken in Ungarn, vorwiegend österreichische und deutsche Banken, eigentlich viel höhere Beiträge gefordert haben von den Kunden als in anderen Ländern. Wie ist das möglich, dass ich zum Beispiel, ich war ja auch Botschafter in Bern, dass ich in Ungarn mehr Bankgebühren zahle als im wunderschönen Muri Gümligen im UBS Bank in der Schweiz? Wie ist das möglich? Und da ist wirklich die grüne Abgeordnete angesprochen. Wie ist das möglich, dass Energiepreise in Ungarn höher sind als in Deutschland? Stört Sie das etwa nicht, dass das so ist? Wie ist das möglich, dass da... Wer ist denn Ihrer Meinung nach daran schuld? Natürlich ist da die Perzeption. Also wir kommen jetzt vom Thema langsam weg. Ich habe nichts gegen philosophische Grundsatzdiskussionen. Ja, das ist gut, dass Sie nichts dagegen haben. Ich würde eigentlich nochmal zum Thema zurückkommen. Entschuldigung. Wie schaut es denn aus mit dem Mediengesetz?
Ich komme zurück zum Thema. Das wie schaut es damit aus? Sechs Leute, die neun Jahre lang amtieren und leider fetisch Leute. Bevor Sie auf mich beginnen einzuschlagen, lassen Sie mich zu Ende. Wir sind hier. Das sind solche Erscheinungen, die natürlich. Deshalb ist das Narrativ wichtig. Deshalb erleben die ungarischen Bürger natürlich die letzten 20 Jahre schon etwas frustrierend und betrachten sich überhaupt nicht als Gewinner dieser Entwicklung. Das muss für die Europäische Kommission und für das Europäische Parlament von besonderer Wichtigkeit sein. Und die Unterdrückung der Intellektuellen, entschuldigen Sie, wo und weshalb und in welcher Form sind Sie denn unterdrückt? Ich komme von diesem Empfang, wo ein deutsch-ungarischer Schriftsteller hier ausgezeichnet wird. Ich habe einen sehr guten, fast freundschaftlichen Kontakt zu Herrn Dorosch. Er ist jetzt in München. Sie hätten ihn auch einladen können. Wo ist er unterdrückt? Nirgends. Herr Konrad, er publiziert in ungarischen Zeitungen, in deutschen Zeitungen. Tut mir leid, also das sind solche Übertreibungen, die man gar nicht mit Fakten belegen kann. Und wenn Sie sagen, dass diese Intellektuellen immer unabhängige Intellektuellen sind, entschuldigen Sie, alle... Kroatische Intellektuelle, die gegen den Staatskommunismus gekämpft haben. Das ist richtig, mit Orban Viktor zusammen. Übrigens. Ja. Das ist sehr wichtig. Und das ist auch sehr wichtig. Und das ist auch sehr wichtig, dass sie später einer Partei angehört haben, die eigentlich jedes Kredit in der ungarischen Bevölkerung verspielt hat. Die Freunde von Herrn Konrad, Herrn Dolos und Frau Heller waren 8 Jahre an der Macht, bevor Orban mit 2/3 Mehrheit gewonnen hat. Es tut mir leid zu sagen, ich war ja für die Friedrich-Naumann-Stiftung tätig und ich habe eng mit diesen Persönlichkeiten Zusammenhang. Das schmerzt mich auch, dass der ungarische Liberalismus sich so in die Knie geschossen hat. Und die genannten Damen und Herren waren daran aktiv beteiligt. Zuletzt noch zum Antisemitismus und warum Republik nicht da ist. Ich glaube, wenn wir über den ungarischen Rassismus und Antisemitismus sprechen, dann sollten wir ganz nüchtern die Zahl der rassistisch motivierten Straftaten in europäischen Ländern vergleichen. Und ich glaube, da wäre auch die deutsche Kritik etwas weniger harsch. Das andere, Republik oder nicht, die ungarische Verfassung klingt so, Name Ungarn, Staatsform Republik. Also. Es hat überhaupt keine inhaltliche Bedeutung, aber wenn wir schon beim Stil sind, ich bin auch nicht mit allen Einzelheiten glücklich, was in der ungarischen Verfassung steht. Stilistisch kann das immer dahingestellt sein. Ob wichtig ist der Gottesbezug oder nicht wichtig, die Amerikaner schreiben das auf den 1-Dollar-Schein auch. Wir haben das in die Verfassung reingeschrieben. In der deutschen Verfassung ist das auch so, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Okay, aber die Republik und Ungarn, tut mir leid zu sagen, wenn wir jetzt sagen, auf diesen 93.000 Quadratkilometer, dass das Ungarn ist, das ist ein klares Zeichen, dass da überhaupt keine revisionistische, großungarische Gedanken da mitschwingen, weil das eine klare Aussage ist. Das ist Ungarn, diese 93.000 Quadratkilometer und nicht mehr, und da gibt es keine Träume und alles Mögliche. Also das ist, wissen Sie, das ist wieder eine Kritik, die vollkommen daneben ist. Vollkommen daneben. Und das Narrativ, noch ein letzter Satz. Ich glaube, es ist wichtig, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir aufpassen, dass die Stimmung in Ungarn nicht kippt. Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament muss auch sehr aufpassen. Weil es ist
klar, dass wir, wie wir das versprochen haben, auch das Mediengesetz. Das Mediengesetz wurde jetzt vom ungarischen Verfassungsgericht teilweise vernichtet. Das wird jetzt von der Venedig-Kommission unter die Lupe genommen. Wir haben gesagt, wir sprechen darüber, wir ändern das, wenn nötig. Jetzt hat sogar das ungarische Verfassungsgericht das von uns gefordert. Ich wiederhole, das ist ein Zeichen für das Gute, für das Florieren der ungarischen Demokratie. Auch die anderen Gesetze werden von diesen Gremien, auch Europarat, Herr Abgeordnete, Sie haben vollkommen recht, ein sehr wichtiges Gremium, auch von denen wir das untersucht. Und wir sind für diese Diskussion offen. Der Ministerpräsident ist ins Europäische Parlament gegangen. Er stellt sich zur Diskussion, trifft sich mit dem Generalsekretär des Europarates. Also es ist eine totale Offenheit da, um über diese Dinge zu sprechen und wenn notwendig, diese begründete Kritikpunkte zu analysieren und die Gesetze zu ändern. Aber ich wiederhole, das ist ein unglaublich gefährliches Spiel. Die Leute, die in Ungarn all diese Frustration erlebt haben, die ich hier auch aufgezählt habe, bei denen muss man wirklich darauf achten, dass diese Kritik nicht unbegründet, nicht mit einer total, mit einer falschen Rhetorik, wie wir das sehr oft auch vom Grünpolitiker hören, passiert, sondern sachlich, nüchtern und in dem Sinne, dass diese Wertegemeinschaft, was für uns sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass diese Wertegemeinschaft erlebbar wird für die Menschen. Dankeschön. Beifall zeigt, dass hier viele Ungarn sitzen, die zum Teil aber schon seit vielen Jahren nicht mehr in Ungarn sind. Wir Deutsche sind halt da ein bisschen empfindlich, weil wir eine Vergangenheit haben, die aus einem totalitären Staat kommt. Und deswegen ist natürlich vielleicht auch diese Angst vor einer Gesetzesflut bei Zweidrittelmehrheit ein wenig berechtigt. Und ich will einfach nochmal nachfragen, warum diese Eile, warum 100 Gesetze auf die Reihe gebracht und warum dann eben solche Gesetze. Ich wollte es als Beispiel sagen. Ich weiß, dass, habe das ja auch nachgelesen, sowohl Orban als auch Sie, es wird immer ganz schnell argumentiert, gibt es was Ähnliches in Italien, dort können wir es mit Frankreich vergleichen, dort mit Slowenien, hier jetzt auch mal jetzt mit Deutschland, ist ja gut. Aber wir haben zum Beispiel in Bayern und in allen anderen Ländern haben wir Medienaufsichtsgremien, die sind zusammengesetzt nach gesellschaftlich relevanten Gruppen, sind natürlich sehr viel größer als 6 Leute, müssen alle 5 Jahre wieder bestätigt werden. Da sind die Politiker zwar vertreten, aber in einer kleinen Mehrheit und von daher in einer kleinen Minderheit. Und von daher denke ich, gäbe es doch andere Möglichkeiten, die von vornherein den Verdacht gar nicht aufkommen ließen, hier geht es nicht mit demokratischen Dingen zu. Also das ist, ich bin sehr, sehr gerne bereit anzuerkennen, dass es sehr schwierig ist für die europäische Öffentlichkeit mit der Zweidrittelmehrheit umzugehen. Das ist eine total ungewöhnliche Erscheinung, dass eine einzige Partei in einer demokratischen Wahl Zweidrittelmehrheit gewinnt. Wenn diese Wahl übrigens in England stattgefunden hätte, dann gäbe es im ungarischen Parlament 3 oppositionelle Abgeordnete. Weil ich kenne schon die Argumente. Orban hat nur mit 52% gewonnen, aber er hat 2 Drittel mehr. So sind halt die Wahlsysteme. In Deutschland haben wir die Überhangmandate. Haben wir es noch? Ich weiß gar nicht. Okay. Also, das ist glaube ich, schon mal wichtig, dass wir uns daran gewöhnen und dass wir das immer vor Augen führen. Man kann den ungarischen Ministerpräsidenten überall und immer kritisieren.
Aber dann werden alle Politiker neidisch, wenn sie sehen, dass er in der Lage war, diese unglaublich große Mehrheit mit dieser Heterogenität übrigens hinter sich zu vereinen. Das sind wirklich total verschiedene Leute. Da gibt es natürlich sehr stolze ungarische Patrioten, wie so wirtschaftsliberale Geschäftsleute. Also das ist eine ganz, ganz bunte Mischung. Und wenn Sie an diese Demonstration, eine Sympathieveranstaltung für die Regierung war, sich genau anschauen, da zeigen das die Fahnen. Eine Europafahne, eine ungarische Fahne, dann diese gestreifte Fahne, was wirklich für die ganz strammen Patrioten ein Zeichen ist. Also das ist schon mal da. Und auch in diesem Mediengremium, das widerspiegelt die parlamentarischen Verhältnisse. Und dass die oppositionellen Parteien nicht bereit waren, diese Minderheitenrolle dort zu sperren, deshalb ist das so, dass dieses Gremium einfarbig ist. Aber wenn Sie sich die Praxis angucken, und ich wiederhole das, was die ungarischen Journalisten hier vor einer Woche gesagt haben, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Ich meine, die Entscheidung dieses Medienrates, die kann man auch vor dem Gericht eben angreifen. Man kann zum Verfassungsgericht gehen. Also das ist nicht so, dass dadurch die ungarische Demokratie irgendwie totgeschlagen wäre. Also das, gut, ich bin gerne bereit zu akzeptieren. Das ist ungewöhnlich, das ist eine Gefahr mit der Zweidrittelmehrheit, dass so viele Gesetze geändert worden sind. Okay, aber was ist da wirklich passiert? Und da sehe ich die Gefahr ganz und gar. Ja, ich habe jetzt hier auf dem Podium noch alle drei dürfen noch einmal, was sie sich auch gemeldet haben, und dann komme ich noch kurz auf das Publikum zu, damit wir das Gespräch in die Bühne kriegen. Ich würde sagen, Sie, Frau Sippel, machen bitte den Anfang. Ja, schönen Dank. Ich finde die Debatte heute ja sehr lebendig und spiegelt tatsächlich, Frau Trüppel hat das vorhin schon mal erwähnt, wie das auch teilweise in den Ausschüssen ist, dass da sehr kontrovers und auch sehr emotional mitunter diskutiert wird. Und das finde ich eigentlich zutiefst bedauerlich. Und ich will auf einige Punkte eingehen. Der Herr Prülle macht das ja, wie immer, wenn wir es mit Vertretern der ungarischen Regierung zu tun haben, sehr geschickt. Er macht nämlich genau das, was ich vorhin kritisiert habe, was nicht geht. Er nimmt sich Einzelbeispiele heraus, einzelne Aspekte und sagt, das gibt es so ähnlich auch woanders. Und da sage ich nochmal, es kommt auf die Gesamtschau an. Man kann nicht sagen, es gibt auch rechtsextreme Gewalttaten in anderen Ländern. Die gibt es. Aber wenn ich die Gesamtschau sehe, glaube ich schon, dass es in Frankreich, Italien, Großbritannien immer noch mehr Meinungsvielfalt und mehr demokratische Spielregeln gibt, als wir das derzeit in Ungarn annehmen müssen. Und ich finde es sehr bedenklich, wenn Sie auf eine Kritik hin sagen, ja, aber was war denn 2006? Da können wir gerne auch nochmal drüber reden. Aber das eine, was womöglich falsch war, relativiert doch nicht das andere. Das ist doch ein Ablenken von dem, was heute passiert. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn das etwa eine Kritik an die Kommission ist, dann würde ich doch den Herrn Arp mal fragen, weil Sie ja die internationale Linke angesprochen haben, wie denn die Kommission wohl 2006 zusammengesetzt war. Ich glaube, da war das auch kein linkes Gremium, das vor Sozialisten und Sozialdemokraten nur so strotzte, sondern das war auch da schon anders, wenn ich das mal so sagen darf. Insgesamt muss man deutlich sagen, Demokratie ist nicht das Paradies auf Erden. Deshalb sind diese Einzelbeispiele auch sehr problematisch. Demokratie ist immer in der Entwicklung. Die kann man nicht einmal beschließen und dann ist alles gut. Sondern das muss sich im Gesamtspiel aller Akteure immer weiter entwickeln, weil sich doch auch unsere Gesellschaften, die Rahmenbedingungen verändern. Deshalb ist Demokratie ein fortdauernder Entwicklungsprozess, bei dem auch Fehler geschehen. In allen Demokratien auf diesem Planeten. Das Problem taucht dann wirklich auf, wenn sich bestimmte problematische Dinge häufen. Das ist ein ganz exemplarischer Grund. Ich will nur noch vielleicht auf zwei Dinge eingehen, damit die anderen und auch das Publikum noch zum Eintritt kommen in die Diskussion. Sie haben Frau Merkel erwähnt und die Leitkultur.
Nun habe ich über den Herrn Merz auch und Frau Merkel mit dem Hinweis, Multikulti sei gescheitert. Nun habe ich überhaupt keinen Anlass als Sozialdemokratin, Herrn Merz oder Frau Merkel zu verteidigen. Aber ich frage mich, was wollen Sie mit diesem Hinweis sagen? Dass wir jetzt in Deutschland, dass Frau Merkel gesagt hat, das ist alles ganz schlecht mit den vielen Migranten und die müssen alle raus oder die müssen alle gute Deutsche werden, sonst dürfen sie nicht mehr. Ich behaupte, ich frage doch nur, was Sie mit diesem Verweis meinen. Und ich sage, ganz sicher war das nicht gemeint, weil ich das nämlich auch Frau Merkel nicht unterstelle. Sondern was Frau Merkel gemeint hat, das unterstelle ich ihr jetzt mal, war, dass dieses Ideal Multikulti und alles wird sich schon von alleine gut entwickeln, einfach weil viele Kulturen zusammenkommen. Das ist gescheitert, diese Illusion, dass das von alleine funktioniert, sondern auch das Integration in Gesellschaft bei Beibehaltung auch verschiedener Identitäten, das muss organisiert werden. Das geht nicht von alleine, aber es funktioniert, wenn man sich drum kümmert und wenn man es organisiert. Und vielleicht einen letzten Punkt, was die Verschuldung der Kommunen angeht. Was hilft es denn den Kommunen, wenn sie ihnen, das könnte sich ja jetzt belegen lassen, darüber würde ich mich sehr freuen, im weiteren Prozess wird man das ja feststellen können, auch mit den Verfahren der Kommission, dann ist das das eine. Aber schafft das tatsächlich neue Spielräume für die Kommunen? Und sind wirklich alle Kommunen verschuldet? Wenn ich das in Nordrhein-Westfalen sehe, es gibt kaum eine Kommune, ich glaube 6 von mehreren 100, die nicht im Haushaltssicherung sind. Aber auch die 6 sind nicht nur reich und auch die anderen haben noch Spielräume. Also Enteignung ist nicht unbedingt das eine Teil, woran man es festmacht, dass man sagt, dann sind wieder Spielräume eröffnet und das ist auch nicht das einzige Mittel, da bedarf es langer Prozesse, aber das ist der Punkt, wo ich sagen würde, wenn das der Punkt war, dann kann man da sicher drüber reden und nochmal die Dinge besser klären. Die anderen Punkte lasse ich jetzt mal weg, sonst rede ich zu lange. Danke. Also ich bin sofort bereit, ganz selbstkritisch zu sagen, es geht nicht nur um Missstände in Ungarn, was Medienfreiheit und Medienpluralismus angeht. Wenn wir uns angeguckt haben, was mit Murdoch in Großbritannien passiert ist, eine bestimmte Politik von Sarkozy oder auch was Berlusconi gemacht hat. Also ich bin da nicht auf dem einen Auge blind, sondern auch wenn wir jetzt im Parlament diesen Bericht machen werden über Medienpluralismus und Freiheit in ganz Europa, werden wir alle Länder genau angucken, weil es darum geht, dass wir alle gemeinsam in den verschiedenen Ländern, wo es Missstände gibt, die abbauen und uns wirklich auf unsere gemeinsamen europäischen Werte beziehen. Das ist das Thema, um das es geht. Es geht hier nicht um Ungarn-Bashing, sondern es geht darum, sich für alle Entwicklungen in den europäischen Ländern anzugucken, allerdings auch die politische Freiheit und Klarheit zu haben, wo Sachen offensichtlich nicht in Ordnung sind. Und Sie haben ja nun selber gesagt, dass manche ungarische Gerichte jetzt auch selber schon gesagt haben, was an den Gesetzesvorhaben der Regierung nicht richtig war. Also gibt es deutliche Hinweis darauf, dass die Kritik, die geäußert worden ist, ja offensichtlich nicht unberechtigt war, weil sonst wären die Gerichte ja nicht zu einem solchen Ergebnis gekommen. Jetzt sage ich nochmal ganz klar, ich bin hier völlig unverdächtig, die Sozialisten in Ungarn hochzuhalten. Ich bin keine Sozialistin, keine Sozialdemokratin, nie gewesen. Was mich total erschreckt bei aller Kritik, die ich auch an dieser Regierung hatte unter Gyurcsány, ihre Fixiertheit auf diese Zeit. Sie kommen immer wieder mit dieser Obsession, was die Sozialisten falsch gemacht haben und benutzen das als Argument, eine Politik zu machen, die weit über das Ziel hinausschießt. Und jetzt sagen Sie eben, und das stört mich unglaublich bei Ihrer Art, wie Sie argumentieren, Sie haben immer so etwas Subkutanes, dann geht es auf einmal um Neid, es geht um kleine Drogen. Sie haben eben gesagt, die EU muss aufpassen. Ja, die ungarische Regierung muss aber auch aufpassen. Es ist nicht unsere beideseitige Verantwortung. Es ist nie nur die andere Seite schuld. Wir müssen in allen unseren Mitgliedstaaten aufpassen, aber wir haben eine gemeinsame europäische Verantwortung, weil wir zu diesem Club dazugehören und zwar freiwillig. Das sage ich nochmal. Und wenn Sie jetzt sagen, die anderen wären neidisch, weil Orban eine Zweidrittelmehrheit hätte. Nein, die sind nicht neidisch. Die sagen nur, gerade wenn man eine Zweidrittelmehrheit hat, muss man besonders vorsichtig sein mit demokratischen Standards, muss gerade deutlich machen, dass man nicht sie ausnutzt und gerade deswegen besonders auf Oppositionelle zugehen, um klarzumachen, dass man so demokratisch ist, dass man alle Bedrohungen durch eine Zweidrittelmehrheit abwehrt. So, und dann haben Sie noch einen Satz gesagt, das ist mir ganz wichtig, ganz wichtig. Die Ungarn sehen sich als Verlierer,
auch der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das ist aber nicht alleine die Verantwortung Europas. Auch da kann man genau hingucken, was nicht gut gelaufen ist, aber es ist natürlich auch die Verantwortung der ungarischen Regierung. Und wenn jetzt Ungarn auch jetzt unter Orbán, was er ja ganz anders angekündigt und versprochen hatte, wirtschaftlich so schlecht dasteht, dass sie sich wieder an den IWF und die Europäische Kommission und die anderen Staats- und Regierungsverbände müssen, dann ist das natürlich die nationale Verantwortung, weil wir immer noch geteilte Verantwortung in der Europäischen Union haben. Und genau darum geht es. Und das meinte ich mit dem Narrativ. Es geht immer um die Mischung von nationaler Verantwortung und Kompetenz und gemeinsamer europäischer. Und das ist, finde ich, ein ganz übles Spiel, immer gerade die andere Ebene und in ihrem Fall dann die böse Europäische Union verantwortlich zu machen. So geht das Spiel nicht, sondern wenn wir gemeinsam in Europa erfolgreich sein müssen, dann nur, wenn man einerseits die nationale Verantwortung auch wirtschaftlich ernst nimmt und wahrnimmt und trotzdem die gemeinsame europäische Ebene betont. Sagen Sie direkt ans Herz, okay? Also, ich meine, das ist das Spiel, was wir schon jetzt seit anderthalb Jahren spielen. Es wird immer, ich bin gerade bereit zu akzeptieren, ich spiele dieses Spiel auch mit, dass wir immer etwas rausnehmen aus dem Gesagten des anderen und dann darauf bauen wir ein Gedankenkonstrukt auf. Ich will gar nicht ablenken dadurch, dass ich mich darauf berufe, was 2006 passiert ist. Ich will damit doch, und das tue ich, glaube ich, mit Recht, es geht um erwachsene Menschen, verantwortungsvolle Journalisten. Das, was denen damals nicht, was die damals nicht gestört hat, das stört sie jetzt. Diese Feststellung erlaube ich mir, trotz allem, ich will nicht ablenken. Ich bin gerne bereit. Ich habe das damals nicht gerechtfertigt, sondern kritisiert, was 2006 passiert ist. Okay, den Vorwurf ziehe ich mir nicht an. Aber da zum Beispiel Herr Frank in der Süddeutschen Zeitung, er hat das auch bewiesen. So genau. Das ist das eine. Doch, das stimmt. Lesen Sie nach, kann ich nichts anderes sagen. Das andere, ich habe nicht gesagt, dass die Ungarn Verlierer der europäischen Integration sind. Ich sage bloß, dass wichtige Bevölkerungsschichten, zum Beispiel in der Landwirtschaft, sich zu diesen Verlierern zählen. Und das ist, glaube ich, nicht zu bezweifeln. Und wenn ich sage, dass durch die Marktfreiheiten diese Energieunternehmen, diese Banken sich solche Geschäftsbedingungen erkämpfen konnten, was natürlich auch ein Mitbringsel ist der letzten 20 Jahre, das trägt auch zu dieser Frustration bei. Die ungarische EU-Mitgliedschaft ist eine Erfolgsgeschichte. Und wenn Sie sich die ungarische EU-Präsidentschaft betrachten, ich hoffe, Sie waren damals vor einem Jahr aufmerksam genug, das war eine erfolgreiche Präsidentschaft, das habe nicht ich gesagt, sondern der ansonsten so kritische Werner Heuer im Außenministerium. Und ich glaube, da haben wir gezeigt, dass auch die ungarische Regierung sehr entschlossen ist, die europäischen Werte mitzuvertreten. Vergessen Sie nicht, dass gerade in wirtschaftspolitischen Entscheidungen, wir haben den Sixpack auf den Weg gebracht. Wir waren die Ersten, die damalige Idee der deutschen Vertragsänderung unterstützt haben. Also mehr europäisch kann eigentlich keine Regierung da sein. Wir haben für die Erweiterung gekämpft für Kroatien, jetzt für Serbien. Und auch ansonsten diese Stabilitätsidee, was Deutschland für Deutschland so wichtig ist, das haben wir immer wieder unterstützt. Weil wir genau sehen, dass die Belastbarkeit der deutschen Gesellschaft, und ich glaube, ich darf hier mit meinem Hintergrund darüber reden, die Belastbarkeit der deutschen Gesellschaft diesbezüglich auch begrenzt ist. Wenn ich mir vor Augen führe, dass fast 70% der Bundesbürger dieses zweite Paket an Griechenland nicht unterstützt haben, aber vom Deutschen Bundestag das trotzdem mit einer parteiübergreifenden Mehrheit angenommen worden ist, dann frage ich mich, wohin dieser Weg hinführt. Das ist also eine Frage, wo ich glaube, dass wir das
vor Augen führen müssen. Und ich schätze die Bundeskanzlerin und wie auch damals habe ich gedacht, der Friedrich Merz kann vielleicht recht haben. Ich wollte damit nur sagen, und damit möchte ich wiederum, damit wollte ich wirklich nichts relativieren. Jede antisemitische Aussage in Ungarn ist furchtbar und zu verurteilen und zu bekämpfen. Jeder Roma-Mord ist in Ungarn zu verurteilen und das ist übrigens im Gange und nicht nach 10 Jahren erst, sondern nach 2 Jahren. Das sind solche Dinge, die man machen muss. Ich wollte damit nur sagen, meine Damen und Herren, dass diese Diskussion im Gange sind. Dass diese Diskussion und die harschen Aussagen in jedem Land da sind. Wenn Sie sich angucken, was in Skandinavien passiert, der wohlhabendste Teil Europas, mit solchen radikalen Parteien, woher kommt das? Also darüber muss man offen reden und nicht einfach mal sagen, diese bösen Ungarn mit ihrem Antisemitismus und Rassismus. Das ist eine Diskussion, da gibt es Verrückte, da gibt es sogar teilweise Idioten, da gibt es Leute, die das einfach jeden Maßstab verlieren, aber das ist eine Diskussion, wo die gesellschaftliche Kohärenz und Stabilität beibehalten werden muss. Da haben Sie absolut recht, man muss natürlich zwei Dinge trennen. Denken wir an die wirtschaftlichen Beziehungen, die gibt es ja, auch im Medienbereich. Die Springer und die WAZ, RTL Pro7, die sind ja alle in Ungarn längst irgendwo beteiligt. Und die genießen die Medienfreiheit. So ist es. Wollen eine Ostholding gründen, deswegen sind sie vielleicht so, wie an die Börse will, deswegen sind sie vielleicht auch ein wenig ruhig. Aber darum geht es mir gar nicht. Der Herr Orban war zuletzt in Frankfurt bei der IHK, demnächst ist er in München, ja, beim Herrn Bodenstock. Ich denke, das ist auch alles okay, darum geht es ja überhaupt nicht. Es will ja niemand jetzt Ungarn seine Wirtschaftlichkeit absprechen. Aber selbst wenn die Kanzlerin nach China fährt, hat sie in unseren Augen die Pflicht, und hat sie auch getan, auch mal auf die Menschenrechte in China hinzuweisen. Und ich denke, solche Fragen, darum geht es, muss ich dann auch Ungarn gefallen lassen? Wie schaut es eigentlich mit der Beschaffenheit der Demokratie, des Staates dort aus? Und nichts anderes wollten wir. Jetzt habe ich aber noch den Herrn Sinner, den ich noch schnell zu Wort kommen lassen möchte. Also ich denke, das kann man relativ kurz machen. Und ich bin jetzt froh, dass wir wieder in ein anderes Fahrwasser reingekommen sind. Wenn man mal vom Grundsatz her festhält, und wir sind zurzeit in vielen europäischen Staaten so ein bisschen an der Kippe. Wenn ich jetzt das auf Ungarn beziehe, Ungarn ist ein Gewinn für Europa und Europa ein Gewinn für Ungarn. Das sollte man mal festhalten als ganz große Überschrift. Und dieses funktioniert aber nur, wenn dieses Fundament der Grundrechte tragfähig für alle ist und wenn die Spielregeln, die festgelegt sind, für alle gelten. Für die Deutschen, für die Ungarn und für alle anderen auch. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben hier ein Verfahren, ich schlage einfach mal vor, das ein bisschen tiefer zu hängen. Die Nelly Kroes hat ganz deutlich gesagt zum stellvertretenden Ministerpräsidenten, hier gibt es die und die Dinge, ganz konkret, und es wäre gut, wenn diese Zweifel ausgeräumt werden. Und das muss passieren, auch in der Anpassung. Und der nächste Punkt ist, ich bin selber Medienpolitiker, deswegen will ich nochmal in die Medienpolitik hier einsteigen. Ich habe ja die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie in Brüssel mitverhandelt, mit damals 25 Mitgliedstaaten, die saßen alle rund um den Tisch, da war Ungarn natürlich mit dabei. Und ich kenne die ganzen unterschiedlichen Vorstellungen, da kommt die Kommissarin Reding, da sitzen 25 um den Tisch rum. Ich war für die 16 deutschen Länder sozusagen der Verhandler, nicht die Bundesregierung, weil wir zuständig sind. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, das ist eine Richtlinie. Und dann ist es ein Rahmen für alle und in dem Rahmen ist jeder frei beweglich. Das sieht bei uns anders aus als in Ungarn, als in Schweden und sonst wo, weil es eine Richtlinie ist. Aber das Fundament der Grundfreiheiten gilt. Und jetzt darf ich nochmal von Herrn Stöckel diese Anregung aufgreifen. Wir haben in Deutschland mit guten Erfahrungen die Staatsferne des Rundfunks. Das heißt also, ich bin Mitglied im Rundfunkrat. Ich bin vom Bayerischen Landtag dorthin entsandt. Ich bin sogar Vorsitzender eines Ausschusses dort. Aber in der Summe von 47 Rundfunkräten
kommen nur 12 aus dem Parlament, also proportional die Vertreter der Parteien und ein Mitglied der bayerischen Staatsregierung. Das ist im Augenblick der Staatsminister Herrmann. Und der Rest dieses Gremiums sind NGOs, das sind die gesellschaftlichen Gruppen, das heißt also die Schriftsteller zum Beispiel, das sind die Gemeindeverbände, das ist die Wirtschaft, das sind die Gewerkschaften, das sind ist die Pluralität der Gesellschaft, wird da abgebildet. Wir haben zurzeit in Deutschland eine Riesendiskussion, weil im ZDF-Fernsehrat, sage ich jetzt selber, eine Politiklastigkeit da ist. Das Bundesverfassungsgericht ist im Moment dabei, diese Frage zu beurteilen, wird dann zu den Gremien, da bin ich auch nicht beleidigt, sondern ich muss sagen, es ist sinnvoll, so etwas zu klären. Und ich prophezeie, dass wahrscheinlich weniger Exekutive im Verwaltungsrat des ZDF nach dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtes sein wird. Und ich sage das auch gut so in diesem Punkt. Die Politik setzt Rahmenbedingungen. Wir machen das Rundfunkgesetz, wir machen die Rundfunkstaatsverträge, aber wir sind zurückhaltend in den Aufsichtsgremien. Das ist ein Punkt, da muss man einfach auch in der EVP-Ebene und in den politischen Gremien, die wir haben, diskutieren. Das ist nicht jetzt Sache von Belehrung, sondern es ist einfach Sache von Prozessen, wie sich Medien organisieren lassen und wie man möglicherweise Konflikte, die sich aus solchen Dingen entwickeln können, von vornherein ein bisschen entschärft. Und da muss man offen sein für so eine Diskussion. Und ich möchte einen letzten Punkt noch ansprechen, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt, nicht Riesendiskussionen auch habe in Facebook und wieder und überall. Es gibt eine europäische Solidarität. Und ich wehre mich ein bisschen dagegen, und ich stelle es jetzt auch hier als Testfrage ganz einfach, wir kommen jetzt ein bisschen über die Medienpolitik hinaus, weil zurzeit Europa in einer wahnsinnigen Krise steht, wo wir uns selber als Europäer entweder noch tiefer reinreden oder gestärkt daraus hervorkommen können. Ich wehre mich dagegen, immer zu sagen, wir machen ein Hilfspaket für die Griechen. Ich sage das ganz bewusst. Ich habe miterlebt, noch in der Funktion als Staatskanzleileiter, als Lehman Brothers pleite gegangen ist, 15. September 2008. Vorher hat jeder gesagt, da passiert überhaupt nichts, gar kein Problem für uns. Überhaupt nicht. Und am Tag der Pleite gegen Merkel und Steinbrück ins Fernsehen haben gesagt, wir garantieren für alle deutschen Sparguthaben in Euro. Und dann wurde ein Rettungsschirm von 500 Milliarden Euro aufgespannt, nachdem die Pleite waren. Und ich frage jetzt jeden, der darüber nachdenkt, wenn schon eine Bank in Amerika, ich sage jetzt mal eine lumpige Bank, solche Probleme verursacht, glauben wir dann, dass wenn ihr irgendeinen Staat pleite gehen lassen, dass das für uns ohne jedes Problem ist. Da habe ich ein Schuldengebirge und wir haben ein Gläubigergebirge bei uns. Das ist nämlich woanders. Sehr labil. Und wenn das ins Rutschen kommt, dann haben wir mehr Schäden. Und jetzt sage ich mal ganz pragmatisch, wir spannen den Schirm auf für uns alle. Das ist ein europäischer Schirm und nicht etwas, was wir den Griechen geben. Wenn ich erst Schirme aufspanne, wie bei Lehman Brothers, wenn ich tropfnass bin, dann wird das Ganze teurer und schwieriger. Und mir liegt es daran, dass wir dieses gemeinsame Europäische betonen. Und da habe ich, Herr Staatssekretär, auch eben mein Problem, ich habe vorhin Klaus erwähnt, ich habe die Partei, ist die ODS, dass wir sozusagen dieses europäische Gemeinwohlorientierte in den großen Volksparteien erhalten müssen. Und jetzt nicht, das ist bei uns genauso das Risiko, das ist in Frankreich genauso das Risiko, Le Pen-Partei und so weiter, es ist generell ein Thema, dass wir in dem Risiko eines Rückfalls auf nationale Egoismen sind. Das hat nichts mit nationalen Identitäten zu tun. Ich bin ein stolzer Bayer, ein stolzer Deutscher. Aber wir dürfen dabei dieses europäische Thema nicht vernachlässigen. Dann zerbröselt nämlich unser gemeinsames Fundament, auf dem wir stehen. Und wenn man das so sieht, dann geht es um wesentlich mehr als hier ein paar Paragraphen im Menschengesetz. Also das ist mir ein echtes Anliegen, das mal in der Form zu sagen, weil die Diskussion teilweise sehr in nationale Egoismen abgleitet, auch bei uns, sage ich in aller Deutlichkeit. Fragen Sie es mal, Friedrich. Okay. Zeit für ein paar Fragen habe ich noch. Bitte sich relativ kurz zu fassen, dass wir es hinkriegen. Sie sind der Erste und dann Sie bitte. Was ist mein Name? Ich komme aus Ungarn und lebe seit Jahrzehnten in Deutschland, bin deutschstämmig. Das war für mich eine Demokratiestunde. Ich möchte
sagen, dass ich Herrn Bröhle seit Jahrzehnten kenne und er ist ein wirklicher, richtiger Europäer. Ich würde nie in Frage stellen, von keinem von Ihnen, dass er das nicht ist. Er fing als Jungliberale, er muss etwas spüren, was wir hier auch gespürt haben, was ich in meiner Familie hier spüre. Es gibt große Diskussionen, auch in meiner eigenen Familie, jeden Abend, was Ungarn betrifft. Das ist ein Phänomen. Ein guter Winzer würde den Wein, der noch nicht ausgegoren ist, nicht sofort aufmachen und verzehren. Ich glaube, er könnte sagen, Ungarn, bitte noch um Zeit. Systeme ringen in Ungarn. Es hat zu lange gedauert. Zu lange gedauert, jetzt wird es geklärt. Ich glaube, dass die Leute Zweidrittelmehrheit nicht, vieles gestimmt hätten, wenn Ungarn nicht so unglaublich korrupt geworden wäre. Ungarn war so korrupt und war am Rande des Bankrotts. Deswegen kam das. Es geht nicht um nationale Identität. Das Land war schon am Bach hinunter. Herr Präsident Sinner, die Ratingagentur haben Griechenland mit dem gestrigen Tag schon abgeschrieben, gesagt, Griechenland ist zahlungsunfähig. Ich verstehe Sie. Sie haben recht. Das Problem ist, dass das irgendwann in Amerika schon entschieden worden ist. Und das Geld, okay. Ich möchte Folgendes noch sagen. Antisemitismus, Herr Stöckel, Sie sagten Verdacht. Ich habe den Eindruck und ich verdächtige die Ungarn. Aber ausgesprochen wurde der Vorwurf des Antisemitismus. Ich habe Filme gemacht, die ersten Filme weltweit, die solche Themen behandelt haben, Kinderholocaust und so weiter. Ich bin vor einem halben Jahr nach Ungarn gegangen, zu dem ehemaligen Landesrabbiner, Schweizer. Ich wollte wissen, was Sache ist. Ich kann sagen, auch das Judentum in Ungarn ist sehr gespalten. Und der alte Landesrabbiner sagte, ich fragte ihn, was sollen wir jetzt halten, was sollen wir denken? Wie ist die Situation? Er sagte, mein Sohn, es ist alles in Ordnung. Jerusalem Post ist umstritten. Aber der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Ungarn, Feldmayer, sagte, es ist alles ziemlich in Ordnung. Und Jerusalem Post hat neulich Dezember großen Artikel geschrieben und gesagt, es gibt keinen Antisemitismus, was mich wundert. Und ich habe Freunde in meinem Beruf, gibt sehr viele jüdische Kollegen. Sie sind gespalten. Manche wollen auswandern, zum Beispiel nach Norwegen. 40 Jahre lang Produzent, Stellvertretendirektor der Filmateliers. Staatliches Filmunternehmen. Er sagte, aber nicht, weil dort die Juden verfolgt werden, sondern weil sie nicht leben können. Sie sagen, keine Unterstützung für die Filmindustrie und so weiter und so fort. Also sehr komplexe, verschachtelte Situation in Ungarn. Ich glaube nicht, dass es diesen Antisemitismus. Was mich aber wundert von Ihnen allen, dass Sie gerade das nicht ausgesprochen haben, Herr Brülle auch nicht, was Ungarn eigentlich so pionierartig geleistet hatte, das Roma-Problem ist einmalig. Man hätte sagen können, dort werden die Zigeuner verfolgt. Es gibt eine Minderheit, die sehr radikal ist. Das ist einfach nicht zu verleugnen. Aber das Roma-Programm ist für ganz Europa beispielhaft. Die Ungarn haben in dieser wirtschaftlichen Situation 200 Milliarden vorliegen für das Roma-Programm. Keine von Ihnen hat es erwähnt. Es gibt sehr gute Sachen, die auch für Europa beispielhaft sind. Also ich könnte vieles fragen, ich sage es Ihnen nur, bitte nicht zu schnell, Sie sind nicht Radikale, die hier sitzen, sondern es ist ein Ringen auch in unseren Familien, wie das weitergehen soll. Und auch in Ungarn ist das furchtbar selbst zerfleischend. Aber es wird zu einem guten Ergebnis führen, weil solche Leute in der Regierung sitzen. Und ich glaube, Herr Orban war auch ein sehr ausgeprägter Liberale. Hier sitzen Kollegen, Menschen, die sagen, pfui, weg mit dem Fidesz. Aber die Kinder waren die Ersten, die sagten, nur Fidesz. Die Eltern sitzen da und sagen, pfui, weg mit dem Fidesz. Also es ist jetzt eine interessante Zeit. Es braucht noch Zeit. Sie werden nicht sagen können, mit letzter Bestimmtheit, böses Land oder gutes Land. Es braucht noch Zeit. Das wollen wir noch. Ganz kurz zur Ätzen sozusagen. Diesen Rassismus gab es und auch dieses antirassistische.
besonders linkslastig sind. Ich will noch einen Satz sagen, weil der Redner davor auf die Zweidrittelmehrheit nochmal gekommen ist. Es haben nicht zwei Drittel der Ungarn die Fidesz-Partei gewählt. Und selbst wenn sie es getan hätten, das ist mir ganz wichtig, entsteht daraus eine ganz besondere Verantwortung. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er gesagt hat, es gibt ja für ein solches Wahlergebnis immer besondere gesellschaftliche Rahmenbedingungen, dass Menschen auch in anderen europäischen Ländern Parteien wählen, manchmal auch, damit meine ich jetzt nicht die Fidesz-Partei, extreme Parteien wählen, weil sie glauben, das kann mal ein Denkanstoß für die anderen sein, weil sie glauben, es gibt keinen anderen Weg, politisch etwas zu verändern. Das heißt aber nicht, dass man diese Politik unterstützt. Und am Wahltag wusste man ja auch noch nicht, was dann hinten rankommen würde. Also zwei Drittel Mehrheiten sind immer eine ganz besondere Verantwortung. Sie rechtfertigen nicht jegliches Tun der daraus folgenden Regierung. Und es passieren immer wieder ganz merkwürdige Dinge. Ich selber komme aus Südwestfalen. Das ist schwarz regiert, das kann ich, glaube ich, so sagen. Alle Kreise haben einen CDU-Landrat, das ist so. Aber es gab lange Zeit eine Stadt, da wurde immer ein Sozialdemokrat gewählt als Bürgermeister mit 70% der Stimmen. Und das hatte was mit besonderen Rahmenbedingungen zu tun. Und trotzdem ist auch in dieser Stadt nicht der Sozialismus ausgebrochen, weil auch dieser Bürgermeister sich selbstverständlich gemessen hat an den realen Rahmenbedingungen und versucht hat, alle mitzunehmen. Und daran sollten wir uns, glaube ich, alle orientieren, ob national, europäisch. Wir müssen gemeinsam handeln. Und vielleicht ein allerletzter Satz, da würde ich mit dem Herrn vielleicht noch mal reden. Schul- und Bildungspolitik ist ausschließliche Kompetenz der Nationalstaaten. Da kann Europa überhaupt nichts zu beitragen. Ja, gut, dann würde ich jetzt Folgendes noch tun, abschließend. Erstmal mich. Wollen Sie noch was sagen? Ja, gut. Ich wollte eigentlich Schluss machen bereits, weil eigentlich. Genau. Sag ich Sie noch zwei Sätze. Gut. Also, ich möchte mich wirklich für den heutigen Abend bedanken. Das ist das Wichtigste. Weil egal wie intensive und emotionsgeladene Debatten sind wichtiger als die manchmal politisch veranlagte Vorverurteilung. Und deshalb, natürlich kann man diese Argumente hin und her betonen und man sagen, ich habe auch nicht behauptet, dass in Ungarn alles in trockenen Tüchern wäre. Würde ich nie machen. Ich sage bloß, dass diese Tücher auch in anderen Ländern nicht trocken sind. Und wenn es um die Medienfreiheit geht, wenn es um die Wirtschaftspolitik geht, wenn es um die Disziplin, Haushaltsdisziplin geht, dann ist die Europäische Union dazu da, um das wirklich im Sinne der Wertegemeinschaft, für die wir ja sehr engagiert sind, die gelten zu lassen. Und nicht nur in Ungarn, sondern auch in anderen Staaten. Und wenn wir jetzt ein bisschen dazu beitragen konnten, dass ein jeder, sei es im Europäischen Parlament, sei es in der deutschen Presse, zweimal darüber nachdenkt, bevor ein schon als Stereotype zitierter kritischer Satz niederschreibt, dann haben wir schon mal, ich glaube, dieser Wertegemeinschaft einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ich möchte mich zum Abschluss bei Ihnen allen bedanken, dass Sie auch trotz einer hitzigen Diskussion die Ruhe bewahrt haben, dass wir das Gute wieder unten gekriegt haben. Ich kann Ihnen versichern, dass wir als Veranstalter vom Bayerischen Journalistenverband auch nichts anderes wollen, als uns zu informieren, zu hinterfragen und nicht vorzuverurteilen, darum ging es in keiner Weise. Ich danke allen, die uns am Podium hier unterstützt haben. Ihnen, Herr Brüller, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Den beiden Damen aus dem Europäischen Parlament für ihre dezidierten Meinungen und fundierten Meinungen zu Brüssel und auch dem Eberhard Zinner, dass er uns mit seiner reichen Erfahrung ein paar Dinge an die Hand gegeben hat.
schließe damit die Veranstaltung. Der Europäischen Kommission, der in der Tat eine wichtige Arbeit leistet, und nicht nur in München. Und Herrn Konsul, dass er dabei war. Und schließe hiermit die Veranstaltung, wünsche einen schönen Abend und unseren Gästen einen guten Nachmittag.